der Prosper Sinzendorf eben seine Brüder nicht heiraten hat lassen und selber auch keine Kinder hat oder zumindest keine offiziellen. Und dann sind sie ausgestorben, dann haben sie 8 Jahre prozessiert, die weiblichen Nachkommen, und dann ist rausgekommen, dass man von uns geht. Und deswegen sind wir eigentlich uralt, Ernst Brunner. Das ist halt schon ein bisschen... Es muss ja dann trotzdem durch diese Anna Elisabeth, muss ja irgendwie eine direkte Linie dann sein. Ja, ja. Das war die Frau vom 24., oder die Mutter vom 24. Und der Brunnen, der vorm Schloss steht, der stammt aus Michelstetten. Der war eigentlich im Schloss in Michelstetten. Und der ist eine Genealogie, das ist ein Stammbaum. Mhm. Und da haben wir eine Abhandlung, mein Onkel hat eine Abhandlung darüber gemacht. Haredek kommt davor und das ist der Stammbaum von der Anna Elisabeth. Und der 24., das war ein sehr frommer Mann, Freund von Nikolaus Ludwig Grafen. Zinzendorf, der quasi ein Sektengründer war. Der hat eine religiöse Gemeinschaft gegründet, die es immer noch gibt und immer noch international ist und eine Rolle bei uns spielt. Ja. Ich wollte noch etwas. Sind wir gerade? Ja, die Anna Elisabeth. Die männlichen heißen ja alle nur Heinrich mit einer Nummer. Mhm. Die jüngere Linie zählt jedes Jahr. Die jüngere Linie zählt jedes Jahrhundert neu. Ja. Deswegen war es der 64. Ja. Und dann der 4. Und jetzt ist der 29. ist der Henjo, das ist der letzte aus dem letzten Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert. Und die ältere Linie, die hat durchgehend gezählt. Und das ist seit der Renaissance. Früher war es der Albtraum der Heraldiker, weil da gab es immer Heinrich den Älteren, Heinrich den Mittleren, Heinrich den Jüngeren. Und wenn der Ältere gestorben sind, sind sie aufgerutscht. Dann müsste man hier Wasser. Ja. Und im Empire, der Auftraggeber von Heinrich Schütz, der hier wahrscheinlich wenig bekannt ist, grüß Gott. Der war der Heinrich Postumus, der Heinrich, der erst nach dem Tod seines Vaters geboren war. Ich glaube, ungefähr in der Zeit haben sie dann angefangen zu nummerieren. In meinen Dauchten der Name Reuß zum ersten Mal laut. Urkundlich oder so. Das ist Spätmittelalter oder Renaissance. Und wir waren eigentlich Herren von Plauen im Vogtland. Und unser Vorfahre hat einen Reuß geheiratet. Und deswegen heißen wir Heinrich der Russe. Heinrich der Reuße. Die Reuße, die Russen sind ja in der Geschichte auch immer als Reußen. Der Zar ist ja der Herrscher aller Reußen. Genau. Und wir sind die Russen.